Dieses Gesicht kennt wohl jeder. Hingegen dürfte von John Travolta diese Seite weniger bekannt sein. Männlicher als ein siegesbewusster Mittelgewichtsboxer mit seiner Muskelpracht, stürmt er als Tänzer in seinem jüngsten Film nach vorn und bringt die Kinokassen in Schwung. Die Geschichte ist geläufig. Erfolgloser Tänzer wird Superstar. Keineswegs etwa an Arbeit, sondern an Vergnügen erinnert ihn unser Interviewort, ein Tanzstudio. Obwohl er sich in solcher Umgebung den nun verhüllten Luxuskörper für den Film antrainiert hat. Es scheint zurzeit wieder so etwas wie ein Tanzfieber zu geben. Nun, das hat wohl vor 6 Jahren mit Saturday Night Fever und Grease angefangen und findet nun die Fortsetzung in Flashdance und Staying Alive. Man muss nur mit den richtigen Leuten den richtigen Film machen. Ich glaube, dass man überall auf der Welt Tanz und Tanzfilme mag. Die Disco-Welle war ja so etwas wie eine Massenbewegung. In den neuen Filmen wird der Tänzer-Superathlet verherrlicht. Bei uns in den USA gibt es so etwas wie ein neues Körpergefühl. Bodybuilding, Aerobics und die Leute gehen vor allem auch zum sportlichen Training in die Tanzschulen. Sogar die Straßentänzer, wie etwa die Breakdancer, werden immer akrobatischer und anspruchsvoller. And if your body's got the juice, then you're feeling kind of loose. You're stepping out and throwing down tonight. There's a million different ways to make it through the days, to get yourself a shot of exercise. But the only way I know to let my body go is dancing till the sun begins to rise. I got to dance. Jugendliche aus der Bronx, Harlem und Manhattan erfanden eine andere, ebenso spektakuläre und aufregende Tanzform. Breakdance und Electric Boogie. Noch nicht ins Breitformat der Kinoleinwand gequetscht, sondern live in unseren Straßen haben diese Kids bereits Nachahmer in unseren Discos und Tanzschulen gefunden. Saturday Night Fever 1983. So the only way for me to set my body free is dancing with the ladies on the scene. I got to dance! Gibt es so etwas wie einen amerikanischen Erfolgstraum? Aus dem Nichts zum Star? Ja, aber es ist mehr als ein Traum. Es gehört dazu, in welchem Beruf auch immer, der Beste zu werden. Das ist ein typisch amerikanisches Ziel. Gewinnen als Grundmotiv. Sei es nun als Tänzer, Boxer oder was weiß ich, war auch immer schon das Klischee vieler Musical- und Tanzfilme. An image. Was it your motivation? Und hatte auch John Travolta einmal diesen Startraum? Well, my motivation, because I love performing. Nun, mein Motiv war ein bisschen anders. Ich wollte einfach arbeiten. Mein Ziel war, einen Job im Showgeschäft zu bekommen. Ich wollte in einem Beruf arbeiten, der für mich nicht Arbeit, sondern auch Spaß bedeutet. There is more pleasure. Again. Tanzrealität oder kinogerechtes Großformatschwitzen? Das ist hier gehupft wie gesprungen. Die Bildschnitte sind auf jeden Fall schneller als die Tanzschritte. Die Story etwa so einfallsreich wie Werbespots für Unterarmnässe.
Für Xtro und Kid Terrific scheint die Filmstory wahr zu werden. Ich tanze nun seit anderthalb Jahren in Clubs und Shows. Meine Art zu tanzen elektrisiert mich. Das durchfährt meinen ganzen Körper. Kann sich Kid Terrific im Beruf als Tänzer vorstellen? Seine Antwort ist klar und bestätigt, dass auch dieser Junge einen Wunschtraum hat. Berühmt werden. Als Jazz-Tänzer wäre ich eine von Tausenden. Als Breakdancer hingegen bewundern mich die Leute. Ich bin was Besonderes. Natürlich wollen beide bewundert werden. Als Star interessiert man die Leute. Sie schauen uns an und sagen, schau, das ist Xtro. Nein, das ist Kid Terrific. Sie sagen, das ist Xtro und Kid Terrific. Nein, Kid Terrific und Xtro. Wollt ihr Stars werden, um aus eurem Milieu herauszukommen? Nein, meine Familie ist mir wichtig und sie sind sehr stolz auf mich. Aber hier kann ich Geld verdienen und komme erst noch nach Europa. Das ist schon großartig. Take that advantage and come here. We took it. Vor Wochen noch im New Yorker farbigen Ghetto und arbeitslos. Inzwischen über Nacht ein Star auf Schweizer Straßen und Tanzlehrer mit 18 Jahren. Ist das keine Traumkarriere? Yeah. Yeah. Way to go, Monero! Hello? Ma? Tony! Well, it's about time I hear from you. Guess what? What? I got a job on Broadway. You got a job on Broadway? Doing what? Dancing. Don't you remember? I dance. Hey, no nudity, I hope. Tony, keep your clothes on. You hear me? Der Familienclan ist für John Travolta lebens- und karrierebestimmend. Zu unserer Überraschung brachte der berühmte Sohn seinen Vater zum Drehtermin mit. There's no way of describing. Ich kann mein Vatergefühl gar nicht beschreiben. Man bringt immer zwei Sachen durcheinander. Einerseits ist er einfach mein Sohn. Auf der anderen Seite ist er ein berühmter Filmstar. Einer der größten in meinen Augen. All around Movie-Stars in the whole world today. Now, he may not agree with that, but I've seen many. Vielleicht ist John da nicht ganz einverstanden. Aber ich habe in meinem Leben viele Stars gesehen. Es gibt bessere Tänzer als John oder bessere Schauspieler und Sänger. Aber alles zusammen, da ist er für mich der Beste. Do you agree, John? Well, he's too modest for that. Was kann man als Sohn auf ein solches Kompliment noch antworten? Wie wichtig war ihm denn seine Familie für die Karriere? Alles. Motivation und Inspiration. Meine Mutter war Schauspiellehrerin. Und alle meine Schwestern waren im Showbusiness. Mein Vater hat uns machen lassen. Man weiß ja, dass das Showgeschäft nicht das sicherste ist. Und trotzdem haben meine Eltern uns immer unterstützt. So advised to go into anywhere in the world, because it's so considered a shaky business, let's say. But my father and mother allowed us to do whatever we wanted. But what we wanted to do was show business. I need to know someone who's warmer than the sunshine. Could be that you're the one for me. Drama hätte hier Sylvester Stallone inszeniert, behaupten böse Zungen.
War es die Story oder die Aufgabe als Schauspieler und Tänzer, welche gelockt haben? Ich habe die Geschichte selber vorgeschlagen, denn ich hatte Rocky 3 gesehen und wollte etwas Ähnliches machen. Und zu seiner Überraschung hat Stallone auch zugesagt. So I asked him to do the film, and much to my surprise, he said yes. Did you sometimes think of also doch ein Boxer? And staying alive too? Nein, ein Winner, ein Sieger und die Geschichte eines Tänzers. Die Tanzschulen jubeln. Lendenschurz statt Strumpfhose, Action statt Badödel. Da wird Tanzen neuerdings sogar wieder für den männlichsten Mann zum Diskussionsthema. Und für Travolta selber? Well, you see, because of my age, I feel that it's appropriate to do movies. In meinem Alter scheint mir richtig, Filme zu machen, bei welchen ich meinen Körper gebrauchen kann. Ich bin jung und schön und kann die Zeit benutzen. Später dann will ich verschiedene und andere Rollen spielen. Eigentlich beschäftigt mich diese Frage wenig, solange man mir als Schauspieler und als Tänzer gleich viel Geld bezahlt. Sie werden ihr Geld schon in den nächsten Tagen für Travolta ins Kino tragen und vielleicht irgendwo das Gefühl haben, besser als Travolta zu sein. Traum oder Realität?